Trotz des feuchten Wetters sind viele zu der Eröffnung des Oldenburger Stadtfestes aufgebrochen. Eröffnet wurde es durch den Verteidigungsminister Karl Theodor Freiherr zu Gutenberg und der amtierenden Miss Germany, Anne-Julia Hagen, sowie dem Oldenburger Oberbürgermeister Gerd Schwandner. Er sieht das Wetter auch optimistisch. Ja, ich freue mich. Ich möchte mich nicht für das Wetter entschuldigen, denn den Oldenburgerinnen und Oldenburger macht das ja nichts aus. Wir hatten zwar etwas besseres Wetter für Sie bestellt, aber wir lassen uns davon überhaupt nicht abhalten. Wir feiern die nächsten Tage durch. Damit zu Gutenberg dem Amt des Kohlkönigs gerecht werden kann, wurde er beschenkt und eines typisch plattdeutschen Trinkspruches belehrt. Hochdeutsch-Plattdeutsch-Wörterbuch. Danke vielmals. Endlich damit fährt Kultur in mein Haus ein. Das ist ja hervorragend. Dann sagen Sie Exoptito. Dato. 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 Dann heißt das Prost. Die Miss Germany hingegen hat bereits einen ganz eigenen Bezug zu Oldenburg. Ja, mein Onkel lebt hier in Oldenburg noch. Und wir kommen dann wirklich immer aus Berlin angefahren hier, um dann zum Stadtfest zu kommen. Also von daher ist es schon ein bisschen Tradition. Und ich kenne das Stadtfest und ich mag das Stadtfest. Und deswegen bin ich auch gerne mal hier. Alsbald wurde das größte Festival des Nordwestens, das Oldenburger Stadtfest, durch das traditionelle Anstechen des Bierfasses eröffnet. Der Oberbürgermeister gibt das Kommando. Ja. Wir zählen runter. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ein urbayerischer Kraftanstich. Mit leckeren Jäfer. Oh. So, jetzt machen wir es später. So, dann. Zum Wohl. Also, meine Damen und Herren, ich sehe, viele von Ihnen sind durstig. Dieses Bier schmeckt hervorragend. Ich bin hier in Oldenburg stolz, diese Schürze tragen zu dürfen. In Bayern werde ich mich damit aber nie blicken lassen, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, damit ist das Stadtfest eröffnet, meine Damen und Herren. Und bevor jetzt Ihr Oberbürgermeister in einem Zug dieses Bier austrinkt, was er mir gerade gesagt hat, müssen wir ihm noch ein Versprechen abbringen, nämlich ich kam gerade 20 Minuten zu spät, was eine unglaubliche Unhöflichkeit ist. Aber der Oberbürgermeister wird das Fest deswegen mindestens 20 Minuten verlängern am letzten Tag. Davon gehe ich fest aus. Der Oberbürgermeister, Sie sehen am allerdurstigsten aus. Das ist jetzt Ihr Bier. Und ich wünsche Ihnen allen und uns allen ein wunderbares Stadtfest. Bevor das Bier unter den Zuschauern verteilt wurde, ist zu Gutenberg auf ein Grünkohlessen in Berlin eingeladen worden. Ohne den Vorstand beleidigen zu wollen, meine Damen und Herren, die Umschlagfarbe ist auch bezaubernd, ohne noch mehr zu Borchardt sagen zu wollen, glaube ich, würde es sich eher gehören, dass ich mit meiner Frau mal hier nach Oldenburg zum Grünkohlessen komme. Sehr gerne! Von der Menge begleitet ging es dann zum Rathaus, um sich in das Goldene Buch der Stadt Oldenburg einzutragen. Vielleicht hatte der Minister ja noch etwas Zeit, sich Musik anzuhören. Bei der Vielfalt wäre sicher etwas dabei gewesen. Das sieht man auch an den Besucherzahlen. Rund 400.000 Besucher waren es 2009. Auch in diesem Jahr sehen die Zahlen gut aus. Auch wenn die Oldenburger es aushalten, hoffen wir mal auf weniger Regen bei den nächsten Stadtfesten.